Hallo meine Lieben, ich bin Steffi von Steffis Bastelecke. Ja, ich habe diese wunderschöne Regenbogenkarte gebastelt mit so schönen Regenbogenrändern. Und ja, dazu habe ich benutzt das neue Set Farbenfrohe Freude. Wer Regenbögen liebt, ich würde fast sagen, der muss dieses Set haben. Das ist ein Clear-Stempel-Set, passend dazu gibt es auch Stanzformen. Und das ist einfach wunderschön. Ja, ich habe das jetzt hier in Flamingo-Rot gehalten, aber ich habe jetzt so richtig Bock auf Grün. Also wird die die nächste Karte, in grüner Apfel. Und ja, ich zeige euch, was ich jetzt dafür benötige. Also wie gesagt, einmal das Stempelset. Dann habe ich hier diese Wolkenstanzform. Da habe ich zweimal diese Wolke ausgestanzt. Und zweimal dieses Wolkenpaar und, wo ist meine Stanzform hin? Da, ich wollte gerade sagen, für den Rand habe ich die passende Stanzform hier mit ausgesucht. Kommen wir zur Karte. Dadurch, dass die Hochkant geöffnet wird, hat die eine andere Größe. Und zwar 30 x 11 cm und auf der langen Seite habe ich bei 15 cm gefalzt. Dann habe ich hier einmal meine Wölkchen, zweimal die größeren und vier kleinere habe ich hier. Und in grüner Apfel habe ich mir diese Ränder hier ausgestanzt. Die haben zweimal 15 cm mal 1,2 und das waren jetzt so die Reste, die sind auch 1,2 hoch. Dass man eben guckt, dass die hier so zwischenpassen. Also die Lappen etwas über, lieber ein bisschen zu groß als zu klein. Ja, Stempelfarbe. Ich habe ja gesagt, ich habe Bock auf grüner Apfel. Den haben wir hier. Und Mangogelb. Der zweite Ring bleibt trotzdem Mangogelb. Und für die Herzchen, wie auch hier, habe ich einmal Bonbonrosa benutzt. Genau, als Hintergrund nehme ich nämlich diese kleinen Herzchen hier. Und dann legen wir einmal los. Fangen wir an. Wir falzen uns hier einmal die Karte. Einmal schön zurecht. Und ja, dann gehe ich dann hin und lege mir die Formen hier so an. Dass das dann so kommt. Genau. Und da ich hier die Ecke wegschneiden möchte, ich zeige euch gleich wie, klebe ich nur bis zu diesem Bogen hier. Also das kleine Stück lasse ich erstmal aus, genau wie auf der anderen Seite, weil ich möchte die nämlich zur Ecke hin richtig zuschneiden. Also fange ich da erst an, ich hoffe, ich bin noch scharf. Also nicht ich, sondern meine Bordüre hier. Und dann gehe ich einmal hier lang, auch bis dahin nur, und fahre dann hier oben die Bögen nochmal lang. Und klebe das dann gleich auf. So, dann sind die nämlich dann noch frei quasi. Und die lege ich mir dann, so nicht. Das ist wieder der Vorführeffekt. Hier einmal ganz nah an den Rand. Dadurch, dass ich den Flüssigkleber benutze, kann ich die ja noch schieben, so wie ich es brauche. Und klebe mir das dann hier einmal fest. So, dass das gerade hier dran kommt. Und dann nehmen wir hier dieses Stück. Und das lege ich mir genau hier auf die Kante drauf. Ne, guck mir, bis wohin der Kleber ungefähr geht. Da mache ich das dann auch nur bis hier. Und da vorne lasse ich jetzt auch frei. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. So, dann mache ich das nur so. Da gehe ich hier auch wieder lang, ganz normal, wie gerade auch. An den Bögen. Ich hoffe, man erkennt das auch. Aber ich finde jetzt so bei dem tristen Wetter, ne, hier habe ich das freigelassen, da auch. Und dann lege ich das hier drauf und lege das auch wieder schön
Ich muss mal eben einmal drehen, damit ich auch die Kante hier sehe und nicht schief werde. Zack, einmal festdrücken. Dann überlappt das ja jetzt hier. Seht ihr das? Und entweder nehme ich die Schere, nimmst du die Schere direkt oder du malst dir das mit dem Bleistift an. Dann komme ich quasi von der Ecke und mal hier so einen Strich drüber. Ich hoffe, man sieht den Strich. Und dann schneide ich ja entweder die erste direkt an oder beide gleichzeitig. So, dass die quasi Eck auf Eck, ja, vor der Kamera sind. Einmal. Jetzt hier drunter schneide ich auch genauso wie die andere. Zack, zack. So. Jetzt hole ich das Stückchen da drunter raus. Wenn es denn möchte. So. Und dann klebt man das zusammen. Und dann hat man quasi, meine Schere franzt ein wenig, so die Ecken, ja wie sagt man, angepasst. Und das überlappt nicht. Und das finde ich, das sieht richtig schick aus. Ja, so mache ich das natürlich hier auch. Das ist ja hier noch locker. Da lege ich mir dann auch das wieder an. Mache das auch wie gerade, nicht komplett bis hinten durch. Und ja, das finde ich ist ein schöner Effekt. Entweder lässt man den so oder man macht das wie ich und klebt da Wölkchen drüber. Ich fand das eine schöne Idee, nicht weil das irgendwie unsauber war, sondern ich fand das sieht irgendwie gut aus. Ich hatte irgendwie Lust auf Wolken in der Ecke. So, muss man mal gucken, dass man nicht daneben klebt. Und auch hier wieder einmal drehen. Man muss nämlich aufpassen, dass das nicht zerknickst. So, und dann kommt das auch wieder hier drauf. Schön. Ich drehe mir das wieder, dass ich das wieder besser sehe. Genau. Alles schön andrücken. Und dann mache ich das mit der Ecke genauso. Ich teste das jetzt einmal, wenn ich direkt durchschneide quasi, also durch beide durch. Ein Stück das, zack, und dann hat man die Ecken direkt super. Also das klappt sogar noch einen Tacken besser. Da muss man sich ausprobieren, wie man das besser kann, will. Und da fangen, achso, ich wollte gucken, wie weit. Zack, bis da, also mache ich das bis hier. Und bis zu dem hier. Das irgendwie habe ich gedacht, das sieht schön aus, weil man will ja auch einiges testen. Dann benutzt man ja auch ein bisschen mehr, so wie die Stanzformen. Und da stempelt man. Und in den nächsten nimmt man dann das Papier. Und ich denke, das ist richtig schön geworden. Ja, und vielleicht ist das ja auch was für euch. So. Hier schneide ich direkt wieder und gucke zur Spitze und schneide das dann zack durch, nimmt sich den Striemel da weg. Und legt sich das zusammen. Und falls irgendwo ein bisschen Kleber fehlt, das macht man dann nach. Zack. Zack. Und hier ist auch das untere Stück. So. Hat man das dann fertig. Genau, so jetzt kommen die kleinen Stücke hier alle einmal weg
Und dann sieht die Karte dann schon mal so aus. Also ich finde, das ist ein schöner Hingucker. Das sieht toll aus, aber wir sind ja nun noch mal nicht fertig. Da benutze ich jetzt einmal meine Stempelhilfe. Zack, zack. Und lege mir die einmal hier hin. Natürlich gerade hier reinlegen. Und dann gucken, in welcher Höhe man den Regenbogen legt. Und dann nehme ich mir als erstes, das geht hier rüber, diesen großen Bogen. Ich stelle mich trotzdem nochmal hin, damit ich auch weiß, dass es einigermaßen gerade ist. So. So, und den bepinsel ich mir jetzt hier mit grüner Apfel. Man kann das auch zweimal hintereinander machen. Also man kann da die Stärken selbst auswählen, aber ich finde das schön. Obwohl, wenn ich das jetzt so sehe, meiner Meinung nach, das ein wenig schief ist. Aber ihr wisst ja, schief ist Englisch und Englisch ist modern. Oder wie war das noch? So, dann mache ich das einmal sauber. Einmal mit dem Tüchlein rüber. Dann ist der nämlich schon fertig. Dann nehme ich diesen hier, diesen Bogen. Den lege ich mir da rein. Also den legst du genau mit dem Rand quasi an dem grünen Bogen. Und der hat automatisch Platz dazwischen. Jetzt muss ich nur mal gucken. So, den werde ich in Mangogelb stempeln. Wo haben wir es denn? Hier. So. Und wenn man jetzt sieht und sagt, nö, das ist dann doch noch nicht meins, dann inkt man halt noch mal nach und guckt, dass ja, der zack, und das sieht doch schon besser aus. Stempelkissen zu machen. Jetzt nehme ich und sauber machen natürlich. Macht das so, das geht immer zügig. So, jetzt nehme ich hier einmal meine Streifen. Die lege ich mir jetzt auch einmal hier so hin. Und da nehme ich mein schwarzes Memento-Kissen. Zack. Oh, Steffi, du hast aber einen Knick in der Linse. Also ihr macht das natürlich in gerade. Und dann nehme ich hier einmal den ganz kleinen. Und der wird auch noch mal in grüne Apfel gestempelt. Eingelegt. Aufgenommen. Und eingestempelt. So, ja, gibt ja auch krumme Regenbögen, ne? Genau, so sieht das jetzt einmal aus. Also ich finde das ganz schön. Und jetzt stempel ich mir noch einmal hier den Spruch auch aus dem Stempelset. Eine kleine farbenfrohe Freude für dich. Die habe ich jetzt einmal hier auf dem normalen Acrylblock. Der könnte ich auch jetzt da drauflegen. Aber jetzt habe ich das einmal so. Und ja, das stempel ich mir dann hier drunter. Zack. Genau. Dann kann ich das Stempelkissen auch zumachen.
meine Karte hier runternehmen, das an die Seite legen. Und dann nutze ich jetzt einmal das Bonbonrosa und die kleinen Herzchen. Und die stempel ich mir dann so hin, wie ich das schön finde. Und ich finde auch den Kontrast, also dieses Pink und Grün, finde ich einfach wunderschön. Ja, guckt man, wo man die dann am besten hätte gerne. Und wie viele. Zack. Und hier noch eins hin. Ach, wenn schon, denn schon. Ne? Können ja nicht genug Herzchen vom Himmel fallen. So, jetzt ist aber Schluss. Weil sonst fange ich wieder an zu übertreiben. Ja, so sieht das jetzt einmal aus. Jetzt können die ganzen Stempelsets weg. Und jetzt nehme ich mir hier meine Wölkchen. Die kriegen alle ein Dimensional drunter geklebt. Zack, zack. Na, der will nicht. Die kleinen Wolken kriegen natürlich einen kleinen drunter. Und die großen einen großen. Einmal, zweimal, die werden dann auf die Ecken geklebt und ja, die beiden großen klebe ich dann ja da drauf. Wo sind denn meine großen? Da. Die kriegen ja zack, zack. Wie gesagt, man könnte jetzt die Karte so lassen, aber irgendwie finde ich, hat das was. Und dann kommen die einmal hier quer drauf. Zack. Falls mal eine Ecke, wobei das jetzt hier gut aussah, mal vielleicht nicht, kann ja auch alles passieren, nicht so super aussieht, ja, kann man das notfalls auch noch kaschieren. So, und jetzt kommen die hier drauf. Zack. Und zack. Und fertig ist die Karte. Und ich finde die in grüner Apfel genauso schön wie in Flamingo Rot. Und ja, so habe ich euch mal gezeigt, wie schön man, wenn man ohne Kamera stempelt, dann sind die sogar gerade. ja, wie schön man damit stempeln kann, was man damit zaubern kann. Und damit kann man noch so viele schöne Dinge machen. Und ein Regenbogen muss ja nicht immer original aussehen wie ein Regenbogen. Da bleibt uns ja, wie sagt man, die Kreativität offen. Genau. Falls ihr Fragen habt zu den Produkten, ihr welche bestellen wollt oder so, meldet euch gerne bei mir. Ich wünsche euch jetzt noch eine kreative Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!